Servus miteinander. Ich hoffe, das geht heute schnell. Ich habe hier was in einem Paket bekommen, Vorserienmodell. Was ich so gelesen habe, ist es eigentlich ganz cool. Ihr wisst es wahrscheinlich schon anhand der Titelbeschreibung. Ihr wisst wahrscheinlich auch schon, ob das Video jetzt länger ging oder nicht so lang, aber ist wurscht. Jetzt fangen wir einfach mal an. Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, ihr seht mal wieder, seht ihr mich noch? Ja, hier. Ein großes Paket, und hätte ich jetzt nicht meine Bude ein bisschen aufgeräumt, hätte ich mein Messer nicht dahinter gelegt. Genau. So, also Messer hier nochmal. Ja, läuft halt dabei noch ein bisschen zu Intro, macht ja nichts. So, ihr seht, was da steht. Es ist ein Mingda, und so das, was ich gelesen habe, ist der Mingda so ein bisschen das Pendant, schätze ich mal, zum Anycubic Viper. Also von den Specs her, was ich so gelesen habe, müsste das hinhauen. Ja, jetzt machen wir den mal auf und dann schauen wir rein, was der kann. So, ein dickes Paket. Also dick ist es eigentlich. Es ist auch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Habe ich den jetzt geschnitten? Naja, jetzt geht's wieder los hier. So. So, ach komm, ist es da nochmal eine Verpackung rum oder was? Ja. Ja, also. Gut, die haben wahrscheinlich meine Videos gesehen und gesagt, der packt gerne aus. Also soll er doch. Also haben wir eine Schachtel in der Schachtel. Mann, Mann, Mann. Noch mehr Schachteln. Als hätte ich nicht schon genug hier. Aha, also jetzt kommt hier. Okay, jetzt muss ich ihn runter tun, das hilft nichts. Ich bringe ihn so sowieso nicht raus. Also, Schachtel in der Schachtel. Aber hier ist tatsächlich was drin. So, hier ist mal Styropor. Okay, so. Jo, jetzt kann ich euch sagen, an was man erkennt, dass das ein Vorserienmodell ist. Das Modell, das ihr bekommen werdet, wenn ihr sowas bestellen solltet, dann sind diese Teile alle in Schwarz. Das ist das normale Modell anscheinend. So, und jetzt schauen wir hier mal rein. Achso, warte mal, kann ich das mit dem Styro raus tun? Oh ja, das macht ja Sinn. So, wir haben. Oh, was ist das? Achso, hier ist ja noch da. Da ist noch eine Schraube da. Schwupp. Da ist. Gottes Willen. Ein Filament, ja, ein guter, ein guter Schraubenschlüssel. So, dann haben wir hier sowas. Okay. Was ist das? Ein Deckel. Und dann muss ich das da irgendwie rausholen. Also hier ist ein Griff dran. So. Gut. Boah, es ist aufgeladen. Jetzt hat mir schon wieder eine gefotzt. Haben wir schon nicht sogar gesehen. So, also, alles was ihr hier seht, in Grau, wird dann schwarz sein vermutlich. Ich wurde schon gefragt, wie ich das finde. Ich finde den Kontrast eigentlich ganz nett. Ja, hier ist jetzt mal was Ungewöhnliches, okay. Wir haben hier auch mal Flachbandkabel, aber bei weitem nicht so dünne wie bei den Artilleries. Heißt also, der ist dann schon relativ aufgeräumt. Ich bin gespannt, wie gut das funktionieren wird. Wir haben auch hier, sehe ich auch gleich, wir haben auch hier wieder einen Riementrieb, der dann die Achsen synchronisiert, oder die Achse synchronisiert, die Z-Achse. Ja, dann schauen wir mal weiter. Sehe ich das da mal wieder hier oben drauf, dass mir da nichts abhaut. Fährst du runter? Nee. So, von der Größe her habe ich auch schon geguckt. Das ist unglaublich, was ich euch schon geguckt habe diesmal. Von der Größe her, ja, so Anycubic mäßig. So, und jetzt müssen wir ein wenig nach unten, mein Freund. So wird das nichts. So. Schawupp. Sieh mal was, ja. Also, kurzer Blick mal hier drauf. Wir haben hier seitlich alles verpackt in so, in so einem Schlauch. Und hier seht ihr, ist auch Flachbandkabel. Nochmal extra geschützt außen. Ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Was gut ist, wie beim Arion und ich glaube beim Anycubic Viper auch. Was haben wir hier? Wir haben hier keine Bed-Leveling-Schrauben mehr. Das finde ich hervorragend. So, dann gibt es hier jetzt eine kleine Klappe, die seht ihr nicht.
Also hier gibt es jetzt eine Klappe, wo man Sachen verstauen kann. Hier ist der Deckel dazu. Gehen wir da rein, wenn ich ihn treffe. Jawohl. Deckel drauf, dann ist gut. Kannst du hier was verstecken. Wir haben 2 SD-Karten-Slots. 1, 2. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wie er heißt. Das ist der Mingda Magician X. Also der Mingda Magier. Ein Zauberer. Der Dr. Strange unter den Druckern quasi. So, jetzt haben wir hier noch so einen lustigen Stecker für das Heizbett. Der muss, denke ich mal, hier hin durch. Also da, Moment. Ich muss irgendwo anders hin. Das ist ja furchtbar so. So, da ist er viel zu nah dran. Und sehen tut er auch nichts. So, jetzt sieht man da was. Gut. Also, jetzt ziehen wir hier unten Display. Ziehen wir gleich mal ab. Ja. Weg damit. Haben wir noch irgendwas an der Schachtel? Nö, finde ich gut. So, Schachtel. Weg. So, dann bauen wir mal auf. Also ich sehe, es gibt natürlich wieder nicht mehr viel zum Bauen. Was ich auch sehr begrüßen würde als Anfänger tatsächlich, ich möchte das Ding hier nur zusammenstecken. Also hier ist jetzt, wie gesagt, der Stecker. Und hier ist noch ein Stecker und da ist noch ein Stecker und da ist auch noch ein Stecker. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal an mit diesem Stecker hier. Und der kommt nämlich ins Heizbett. Wie rum gehört er ins Heizbett? So rum, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht. So rum. Gut. Ich sehe das falsch. So, jetzt da. So gehört er. Dann ist er fest. Okay. Ja, irgendwie eiert der. Aber gut, das ist. Ist der schief hier? Wie gesagt, das Vorsehen. Also der eiert mir ein bisschen zu sehr, aber gut. Werden wir jetzt sehen dann. Was sind das hier für Teile? Das ist natürlich alles Plastik. Okay. Ich kann hier den Riemen spannen, habe ich gesehen. Also kann man da vorne, ihr seht es hier, da ist ein Radl, da kann man ihn spannen. Okay, labern nicht, wir müssen aufbauen, sonst haben wir keine Zeit. Wir haben gesagt, wir müssen uns beeilen, denn wenn die Temperatur jetzt hier wieder hochgeht, dann bin ich wieder der, der schwitzt und der Bullshit erzählt. Also, schwuppdiwupp, we take the portal and then we steck the portal in die vorgesehene Führung. Also ihr könnt hier gar nichts mehr falsch machen. Ist nichts mehr zum falsch machen. Hier sind, ihr seht es da, man kann das nur noch da reinstecken, was cool ist. Ja? Also da kannst du nichts falsch machen. Bist der Anfänger, machst du nichts falsch. So. Gut, dann haben wir das jetzt da drin. Dann haben wir hier unsere Schräubchen. Und die noch aufbringen. Das ist das Schwierigste wahrscheinlich bei dem Druckeraufbau. Mach halt jetzt die Schrauben auf. So. Wir haben Schrauben von unten und 4 Schrauben von der Seite. Aha. Und wir sehen, 1, 2 hier, jawohl. Und hier. Und eine kommt nur noch von unten rein, denn das Ding hier ist seitlich geführt. Ich bin da vollkommen bei euch, da reicht eine. So, einmal hier und die hier gehört dann von unten rein, da ist dann ein Loch. Mach ich das auch mal schnell. Hier gibt es nur ein Loch, in das führe ich hier diese Schraube ein. Dann nehme ich meinen, diesen hier. Der ist zu klein, so einen großen habe ich nicht. Ha, ha, ha. Du musst doch nicht so einen großen haben, du musst jemanden kennen, der einen hat. Hör auf, es wird nur schlimmer. Krieg ich es hin jetzt oder nicht? Oder? Das ist wieder so eine Endlosschraube. Ja, ja, genau. Okay, ja, so, so schön. Klick, klack. So, okay. So, also für die. Ich muss aufhören zu sprechen. Denkt ihr nur. Natürlich habe ich so einen großen. Wäre ja schlimm, wenn ich ihn nicht hätte. So, kann ich ja nicht weiterarbeiten. Ich meine natürlich den Alan. Alan. So. Wenn ich frage, was ich jetzt tue, ich schraube hier.
Die zwei Schrauben, die hier auch noch, habe ich auf der anderen Seite natürlich auch noch. Okay. Habe ich schon kaputt gemacht? Ja, habe ich. Habe ich. Sieht nicht gut aus. Na gut, ich zeige es euch gleich. So wie es aussieht, habe ich es nämlich tatsächlich schon kaputt gekriegt hier an der Seite. Aber nochmal, Vorserienmodell. Ich werde da natürlich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also mit Mingda in Verbindung treten und Ihnen natürlich auch dann das klagen, was mir nicht gefällt. Aber bisher, also das ist eigentlich ganz cool. Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Wenn man auch noch jetzt wieder, wenn man das richtige Loch trifft. Ach ja. Ich rede hier von Schrauben und Innensechskant-Schraubendrehern. Nicht das, was ihr denkt. So, okay. So, jetzt wieder mein Innensechskant, den kleineren, den ich hier schon rumliegen hatte. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier dasselbe ist. Vielleicht hätte ich mal in die Bedienungsanleitung schauen sollen, aber hier ist ein bisschen Spiel in diesem Plastik an der Seite. Ich zeige es euch aber, wie gesagt, nachher noch einmal, sodass das obere so ein bisschen, aber ganz ehrlich, das hält eh nichts. Zack, nee, hier ist besser. Hier ist es tatsächlich besser. Okay. So. Also, ja, das war's eigentlich mit dem Aufbau schon. Nee, war es noch nicht. Moment. Eine Geschichte muss ich noch machen. Diese da, kommt, wie es aussieht, hier hinein. Ja, zack. So, dann kommt dieser Stecker hier. Ziehen wir den hoch. Das ist sehr praktisch, der hat einen Griff. Wollen ihn gleich mitnehmen. So. Also hier rein. So, also ich bin gespannt. Ich kann es zu den Kabeln hier noch nicht sagen. Ah, die kann man hier reinlegen. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Dann ist das aufgerannt. Okay. Wirklich so. Weiß ich nicht. Macht das dann noch um. Und der Stecker muss noch da rein. Okay, das ist der vom Probe wahrscheinlich. Der hat nämlich auch einen Probe. Dann müssen wir noch stecken hier. So, und hier müssen wir auch noch den reinstecken. Und dann. So, okay. Ja, das ist fertig, prinzipiell. Mehr kommt da nicht. So, das mache ich. Das ist ein Quickie hier. So, und jetzt kommen wir mal zu den Specs. Ihr seht hier einen Bontech-Style Direkt-Extruder. Deswegen ist dieses Ding auch, sieht so abgefahren groß aus. Und was ist da noch dran? Ich glaube ein V5 Hot End, so wie es aussieht. Die Kühlrippen sind ein bisschen weiter auseinander. Könnte sein, weiß ich nicht. Müsste ich mal nachschauen. So. Interessant ist natürlich jetzt hier. Wir haben einmal hier was zum Riemen spannen. Da kann man den spannen. Ein bisschen. So ist gut. Und wir haben hier an der Seite auch noch was. Also hier ist noch eine Schraube, da kann man auch Riemen spannen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist nicht bei allen Standard. Wie weit komme ich da? Passt. Okay, dann haben wir normale Endschalter noch. Hier haben wir einen optischen, würde ich sagen. Hier fährt so ein Dorn runter. Also hier seht ihr, fährt so ein Dorn runter und der hat dann hier für die Z-Achse einen Endstop. Ja. Ihr wisst, ich bin ein Freund von zwei Endstops und zwei unabhängig voneinander fahrenden Z-Motoren. Aber ich sage auch nochmal, wenn es funktioniert mit dem Riementrieb, dann bin ich damit zufrieden. Es ist alles cool. Dann, wenn der gescheit ausgerichtet ist, passt. So, was mir jetzt hier natürlich fehlt, wie beim Arion, ist einfach ja, so eine Skala, wo ich schon mal ablesen könnte, wie weit bin ich denn vom Optimum entfernt. Aber was jetzt hier wieder schön ist, so, jetzt muss ich noch suchen, wo kommt denn mein Filament halt her hin? Den habe ich ja noch übrig. Der kommt wahrscheinlich da oben irgendwo hin. Ach, hier gibt es tatsächlich. Oh, okay, okay. Okay, ich zeige es euch, das finde ich nicht schlecht. So, hier oben sind so extra vorgesehene Halterungen, kann man so sagen, Halterungen oder sowas hier. Auf alle Fälle kann ich das hier reinmachen. Klack, fertig. Nicht schrauben, gar nichts. Top. Finde ich gut. Wenn ich den aber jetzt nicht hier haben will, sondern ich will ihn hier haben, dann habe ich so einen Hebel da hinten dran. Dann fahre ich ihn rüber. Zack. Top. So, jetzt nochmal zu den. Wir kommen sofort zu unserem Kartontest. Ich habe hier meine Testrolle für Kartonrollen und wir sehen, ha, danke Mingda, habt ihr gut gemacht. Finde ich gut. Also beim letzten Mingda habe ich mich ja noch beschwert, dass für diese Rollen
der Rollenhalter bei Ming da nicht ausgereicht hat, übrigens beim Arion auch. Und jetzt haben sie hier einen Filamentrollenhalter, der absolut ausreichend ist für allerlei 1 Kilo Rollen und nicht nur für die normalen Plastikrollen. Das finde ich super, habt ihr schön gemacht, gefällt mir. So, wir haben hier einen normalen Endstopp, habe ich ja schon gesagt. Hier haben wir so einen optischen. Die Z-Spindeln sind gefettet, ist okay. Hier sind aber, hier sind keine Messing-Sachen dran, sondern da sind Plastikführungen drin. Okay. Hier haben wir Spiel. Hier haben wir auch ein bisschen Spiel. Soll ich die festschrauben? Ich glaube, ich schraube sie lieber fest. Also, diese Schrauben hier, hier hinten, diese Schrauben hier, die sind nicht ganz fest. Deswegen habe ich hier ein bisschen Spiel. Und hier habe ich auch ein bisschen Spiel. Nach oben hin. Hier habe ich mehr Spiel als da übrigens. So, was habe ich jetzt hier noch? Wir wollen die auch noch gucken. Ah, okay. Also die hier muss ich auf jeden Fall noch nachziehen. Ja gut, die muss ich sowas von nachziehen. Da ist noch nichts dran, okay. Ja, ein bisschen was muss man halt machen. Die sind locker. Die sind okay für mich. Die auch. Der ist sehr locker. Und der auch. Na ja, gut. Also die muss ich auf jeden Fall anziehen. Ich würde mal behaupten, da hat sich keiner Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, nochmal, das ist ein Vorserienmodell. Oder lassen wir den hier schwimmen mit drin? Ich weiß es nicht. Lassen wir ihn mal. Das tut beim Ding ja auch nichts zur Sache. Wir lassen ihn mal schwimmend, aber hier muss ich was machen. Wenn ihr mal schaut. Also hier, den muss ich noch anziehen. Aber ist auch kein Problem. Es ist ja Werkzeug dabei. So einen wunderbaren Schlüssel. Jetzt müssen wir hier nochmal schauen. Die sind fest. Die sind auch fest. Starre Kupplungen haben wir drin. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass der hier oben so rumdödelt. Also der Riemen eiert rum. Weiß aber noch nicht warum. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Jetzt müssen wir erstmal uns um die Achse hier kümmern. Jetzt muss ich aber ein bisschen hochfahren. Dafür machen wir jetzt eines. Wir werden jetzt den erstmal einschalten, damit ihr da was seht, dass da was losgeht. Und mir hat Ming da, also die Wiki von Ming da, hat mir nämlich noch geschrieben. Die hat gesagt, bitte, bitte, tu mir einen Gefallen. Unser technisches Team hat nämlich noch eine neue Firmware rausgebracht. Mit einem, ja, mit dem optimierten Display. Das werde ich natürlich auch noch kurz machen. Aber vorher schaltet man jetzt trotzdem einmal an. Denn hier ist ja dieses schöne, lustige, bunte, wie soll ich sagen, das bunte Display noch, wie beim Mingda D2. Ist hier noch drauf. Aber jetzt haut er sich wieder den Fuß an, weil er über seine Scheinwerfer fällt. So. Schauen wir mal hier, haben wir irgendwo einen Schalter umschaltenmäßig? Nein, haben wir nichts. Hier, Leon. So, das schöne Mikro. Oh, da ist aber doch schon das Neue drauf. Okay. Leveling, Print, Menü. Okay. Müssen wir da mal schauen, was für eine Version da ist. Jetzt habe ich es natürlich wieder geschafft, das abzureißen. Ist egal. Menü. Es piept. Fan Offset Back Percentage. Gibt es hier irgendwo Englisch? Chinesisch, Russisch, Deutsch. Gut. Deutsch. Gefällt mir. So, ich möchte jetzt eigentlich nur bewegen. Und zwar nach oben. Minus. Wo ist Z plus? Wieso ist Z plus? Achso, jetzt verstehe ich. Okay, das ist so ein Menü aufgebaut hier. Also. Wie ihr hört. Es ist auf jeden Fall mal eine Regelung drin. Ich höre auch, dass, also es ist, der Mainboard-Lüfter ist angehüpft, aber der ist leise. Finde ich gut. Dann würde ich mal sagen, muss man noch eines machen. Die Achse hier ist, glaube ich, noch nicht so ganz gerade. Also, wir nehmen einfach mal wieder diesen hier. Wir sagen 0,7. Moment, ich muss es so nochmal machen. So, okay, 0. Jetzt müssen wir schauen, dass ihr das auf der Achse auch seht. Und ein bisschen höher. 0,1 ist immer noch in der Toleranz. Und ihr seht hier. Müssen wir vielleicht
In eine Richtung 03. Ja, wo ist das denn? Da ist. Ich muss ja oben oder unten einmal kurz aufmachen, den Riemen, damit die Scheibe lose ist und ich ihn durchdrehen kann. Also ihr wisst, was ich mache. Ich drehe jetzt da hinten rum, damit der eben auf Null steht. Jetzt muss ich kurz sowieso einmal ausmachen, die halbe Stunde ist vorbei. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt habe ich es von der einen Seite, hatte ich es jetzt auf 0,0. Ich schaue, ob ich es da auch noch einmal bringen. Und siehe da, 0,0,0,0. Perfekt. Mit schönem Einschub hier. Also hier ist der SD-Karten-Slot, nicht hier. Das ist jetzt zum Halten. So, dann machen wir jetzt mal eines. Bad. Heizbett. Preheat. 60, 5er Schritte, okay. Okay. Was haben wir hier? Das ist die geilste Übersetzung. Hier steht nicht Menü, hier steht Speisekarte. Das ist geil. Also, wir gehen mal auf Speisekarte. Gut, dann machen wir mal Home. Ja, alles. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, jetzt bin ich auch gespannt, ob er jetzt anhält oder nicht. Doch, aber den Endstop hat er ja. Werden wir sehen. Okay, also Z-Endstop funktioniert soweit. Alle Endstops funktionieren. Und jetzt machen wir nochmal nivellieren. So, gelevelt ist er. Leveling done, sagt er. Click to resume. Okay. Cool. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Drucken. Was haben wir da drauf? Test G-Code. Filament on. Ja, ist klar. Ich habe auch noch keins rein. Du bist ja ein bisschen schlauer, du. Ja, ist ja gut. Du bist ja ein schlauer. So. Jetzt hauen wir hier nochmal das schöne Erdbeerrot rein. Jawohl. Und dann schauen wir mal, was da auf der Karte auf mich wartet. So, also. Schauen wir, ob sie einen gescheiten Test-G-Code haben. Jetzt möchte ich den nochmal aufmachen. So, Filament Runout. Woher weiß er denn das überhaupt? Ich habe doch gar keinen Sensor. Habe ich einen Sensor? Habe ich ihn vergessen? Weiß ich nicht. Weiß er das da drin? Habe ich ihn gedreht? Nö. Machst du jetzt? Oder nicht? Laden? Naja. Okay. Es passiert was. So. Okay, wir haben geladen. Ich schätze, dass der, weiß ich nicht, ob er hier drin den Filament Runout Sensor wirklich hat, warum er das sagt. Aber jetzt machen wir Test-G-Code. Machen wir Test. Los geht's, hoffe ich. Temperatur 190, muss ich mit der vielleicht ein bisschen hochgehen. Ne? Speed, nein. Heizen. Es wird ein bisschen niedrig. Kann ich das hier, Baby Step? Kann ich das ein bisschen noch verändern? Ne. Aber okay. Also erstmal fürs Erste ist gut. Wo sind wir jetzt? Wie viel? 200. Okay. Also. Sieht nicht nach Brim aus, was er da macht. Finde ich gut. Schauen wir mal, was er da so macht. Ja, ein bisschen niedrig bin ich schon noch. Ja, hör mal. Sieht besser aus. Jetzt sieht es besser aus, kann man auch gleich sehen. Das ist das Schöne, wenn ich hier das mitten unter dem Druck verstellen kann. Also, jetzt so. Weil mir jetzt keine Gedanken mehr machen, das finde ich schön. Also, man kann es hier hinten schön sehen, dass ich da noch zu niedrig war.
Baby Steps, einfach ein bisschen hochgefahren, gut ist. Ja, gib ganz schön Gas, der Hammel. Der ganz schön schnell. Was wird das denn? Na gut, dann lasse ich jetzt mal laufen und dann schauen wir uns das später an. Hatte ich vergessen, das Mikro einzuschalten. Also, ihr seht hier, das ist jetzt diese, naja, Vase. Das ist eine Vase eigentlich nicht. Sie ist so in Hohl. Nur, ja, hier hat ein Deckel hier drauf. Deswegen, naja. Also, sie ist aber sehr schön geworden, muss ich tatsächlich sagen. Kann man nichts meckern. Aber mir ist natürlich was passiert vorhin. Ihr seht hier, ich muss einmal abbrechen. Was ist passiert? Ganz einfach. Im G-Code, in der Testdatei, ist das Bett erst auf 50 Grad, was noch okay gewesen ist, und dann haben sie es auf 40 Grad runtergenommen und dann hat er hier, also ab der Höhe seht ihr ja da, dann hat er hier angefangen, hier so zu machen. Dazu kam natürlich noch zum einen, ja, entweder war ich da noch ein bisschen zu hoch, ich habe es ja dann nachgestellt, also das hier, da habe ich jetzt die Betttemperatur einfach nur auf, ich glaube, 60 Grad erhöht, nachdem er runter wollte, und dann hat es gepasst. Also da ist er nicht mehr abgeflogen, deswegen wunderbar. So, also ich möchte dieses Video jetzt nicht ganz so lange machen, der Rest kommt im nächsten Video ganz einfach. Und jetzt möchte ich nur aber die Features zeigen. Also warum hat er mir gesagt Filament Runout? Ganz einfach, er hat seinen Runout, Filament Runout Sensor hier drin. Das heißt also, sobald ich ihn hier reinstecke, checkt er, okay, alles cool. Ich habe ihn nicht hier irgendwo rumbaumeln oder sowas. Finde ich sehr schön. Ein paar Sachen, also nochmal, ich habe hier eine Klappe, wo ich mein Zeug verstauen kann. Das heißt, ich kann hier den hier dann reinschmeißen. Dann ist er weg. Ich habe noch nichts darüber gelesen, was jetzt da genau verbaut ist. Das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Ich vermute ganz einfach, dass da ein Piezo drin ist. Das ist meine Vermutung. Sehen tue ich nichts momentan, aber wie gesagt, das schauen wir uns an. Und dann ist hier noch ein kleiner Lüfter dahinter. Es könnte von dem V6 hat sein. Also wir schrauben den im nächsten Video auf jeden Fall mal auseinander. Das heißt, wir schauen mal hier unter die Haube, wir schauen mal da unten rein, was da drin ist. Ich vermute, da wird dasselbe Board drin sein wie in dem D2. Bin ich mir aber nicht sicher. Wie gesagt, das schauen wir uns an. Was ich sehr schön finde, und ihr habt es auch gesehen, ich kann im Nachgang mit den Baby Steps diesmal auch schön einfach nachstellen. Ja, wenn ich merke, ich bin ein klein wenig zu tief, dann gehe ich in das Baby Step Menü und dann drücken rein, fahre ein kleines bisschen hoch und sehe sofort das Ergebnis, dass das danach passt. Ja, und sonst, also ich kann nicht motzen. Das Ding muss man nicht leveln. Der Piezo tut seine Pflicht sehr schön, oder der, ja, das Probe oder die Level-Einheit, wie auch immer man das jetzt nennen will. Wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, was drin ist. Finde ich eigentlich ganz schön. So, was ich natürlich alles noch nicht beurteilen kann. Ihr seht hier zum einen mal natürlich, ja, da hängen die Kabel so rum. Die bringst aber nirgendwo anders hin. Deswegen, naja gut, es wird sich zeigen, wie lange so ein Flachbandkabel hebt. Das Ding muss es dann erstmal natürlich beweisen, was es gemacht hat. Ich habe, um es euch natürlich jetzt auch nicht vorzuenthalten, ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt, die Schrauben hier hinten überall nachgezogen. Hier musste ich ihn einstellen. Man sieht es ja, also jetzt habe ich kein Spiel mehr drin. Vorhin hat es gewackelt wie ein Kuhschwanz. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Vor allem, man merkt es ja auch. Und das ist ja auch, wie gesagt, also laut E-Mail, es ist quasi ein Vorserienmodell. Deswegen, also alles, was ihr hier seht, was jetzt grau ist, wird dann vermutlich auch laut den Produktbildern schwarz werden. Das heißt also auch hier hinten, hier oben, der Halter, das wird dann alles schwarzes Plastik sein. Übrigens das hier, dieses Gehäuse hier ist auch Plastik. Ja, ist auch Plastik, alles Plastik. Ja, alles was halt nötig ist zum Versteifen, das ist wiederum Aluminium. Wir haben zwei Z-Spindeln. Was soll ich sonst noch groß sagen? Ich kann nicht viel groß sagen dazu. Ihr seht, er hat wunderbar gedruckt, den ersten Druck. Und wie gesagt, die nächsten Drucke seht ihr dann beim nächsten Video von dem Mingda Magician X, also vom Zauberer. Gut. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Wenn euch mehr gefallen hat bei meinen Videos, lasst mir ein Abo da. Drückt die Glocken. Viel's euch. Leveln. Jetzt pass auf, jetzt stecke ich den erstmal hier in SD1 rein. Muss ich das da reinstecken oder so rum? Ich weiß es nicht. Ach, warte mal, das ist doch Unsinn. Ich kann hier nur SD-Karten. Ich kann hier SD-Karten reinstecken, damit sie nicht verloren gehen. Hier vorne ist das Lot. Ja.